So, und jetzt schauen wir mal, ob wir einen auf die Nase kriegen, wenn wir hier zu viel rumschnüffeln. Das wird dann wohl so eine Art Zeughaus sein, wo die ihre Werkzeuge auch bewahren. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann lass deine Finger bei dir, sonst werde ich sie dir abschneiden. Sehr charmant. Ja, fragen, ob wir in die Mine können, wäre keine gute Idee. Ich gehe dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Wenn der Chef uns schon sagt nein, dann wird eine einfache Wache uns nicht ja sagen können. Ist das nur eine Latrine oder irgendeine einfache Hütte? Und hier unten sind sie am Kloppen. Na gut. Dann hauen wir mal ab hier. Es war ja eh nur ein kleiner Abstecher. Ging es da hoch? Ja. Es war ja eh nur ein kleiner Abstecher hierher. Eigentlich sollten wir ja ins alte Lager gehen, da noch die Händler abklappern und dann einfach ein bisschen uns umgucken. Ich meine, es gibt noch mehr als genug Gebiete, die wir nicht erforscht haben, denn im Sektenlager die Quest für Laris zu erledigen, oder gesagt für Mordrek in Auftrag von Laris, damit sollten wir noch ein paar Tage warten. Und auf jeden Fall sicherstellen, dass wir nicht mehr da gesucht werden. Auch wenn wir nicht wirklich wissen, ob wir gesucht werden. Aber wir waren ja nicht gerade vorsichtig bei der ganzen Sache. Denn wir wurden ja losgeschickt, sammeln die Kräuter ein. Und wenn wir da nicht wiederkommen und die Kräuter weg sind, dann werden die schon eins und eins zusammenzählen. Außer Lester deckt uns. Lester scheint ja echt okay zu sein. Vielleicht würde er sowas für uns machen. Aber das müssen wir dann sehen. Erstmal gehen wir ins alte Lager. Versuchen da die Händler abzuklappern, ob die noch ein bisschen Erz haben für uns. Und dann können wir auch gleich die Nachricht für die Feuermagier abgeben. Also einmal unsere eigene, die wir mitbekommen haben ganz am Anfang. Und dann noch die Nachricht, die wir von den Wassermagiern bekommen haben. Apropos, die können wir noch mal kurz lesen. Ist die auch versiegelt? Na, wo bist du? Das ist der Brief an die Feuermagier, der ist versiegelt. Kronos Brief an die Feuermagier. Nö, der scheint nicht versiegelt zu sein. Hochgeschätzter Meister Koristo. Das wird dann wohl der oberste Feuermagier sein. Saturas, ehrwürdiger Meister der Magier vom Kreis des Wassers, möchte euch ersuchen, gemeinsam mit uns dafür Sorge zu tragen, dass die Spannung zwischen dem alten und dem neuen Lager in einem Rahmen gehalten werden, der für beide Seiten zuträglich ist. Da ihr dafür Sorge tragt, dass der König seine monatliche Erstlieferung erhält, ist es in eurem Interesse, dass die Aktivitäten der Banditen aus dem neuen Lager eingeschränkt werden. Des Weiteren ist es in unserem Interesse, dass seitens des alten Lagers keine Schritte unternommen werden, die unser Vorhaben, die magische Barriere wieder zu öffnen, in Gefahr bringen können. In Erwartung auf baldige Antwort. Kronos, Hüter des Erzes. Ha. Na gut, also die scheinen sich auf eine diplomatische Lösung einigen zu wollen. Verspricht damit dieser Kronos, dass sie weniger Karawanen überfallen, wenn dafür das alte Lager niemals das neue Lager überfällt? Hört sich ein bisschen so an, ne? Aber warum sollte das alte Lager das überhaupt tun? Ich meine, solange ihre Lieferungen groß genug sind für den König, haben sie ja nichts zu befürchten. Beide Lager sind aber relativ groß. Also wir könnten jetzt nicht sagen, dass das alte Lager wesentlich stärker ist als das neue Lager. Also was die Kampfkraft jetzt angeht. Das heißt, das alte Lager würde sehr viele Ressourcen und damit auch sehr viel Erz dadurch verlieren, dass sie das neue Lager angreifen. Oh, wo wir gerade mal hier sind. Wir wollten ja eigentlich vorhin nach dem Lurker gucken, wurden aber abgelenkt. Also schauen wir doch hier jetzt nochmal vorbei. Da oben waren ja die Lehrer, oder der Lehrer. Da müssten wir wieder hochkommen. Ah ja, nachts durch den See schwimmen, super Idee. Um danach mit einem... Oh. Ja, da ist so ein Biest. Um danach mit einem Lurker zu kämpfen. Aber ja, der Kampf wird uns schon einheizen.
So, Axt haben wir parat. Jupp. Dann mal rauf da. Schön mit dem Rücken zu uns. So lobe ich. Au. So lobe ich mir das. Ja, schön in die Ecke drängen. Nein. Oh, das wird knapp. Oh. Ja, nicht vergessen zu atmen. Der war aber echt garstig und hat jede Menge Klauen und Häute dabei. Aber erst mal was essen. Also, Notiz für die Zukunft. Lurker sind ganz schön gemeine Biester. Wir hätten auch vorher noch einen Happen essen sollen. Ganz voll waren wir ja nicht. Aber gut, das hätten wir auch schon mal erledigt. Dann können wir gleich bei Homer vorbeigehen. Der hat uns ja beauftragt, den Lurker hier zu töten. Mal schauen, was wir dafür bekommen. Im alten Lager hätten wir auf jeden Fall nur einen feuchten Händedruck bekommen. Mal gucken, wie es hier aussieht. Obwohl, jetzt, wo wir uns dem Lager hier angeschlossen haben, sollten wir auch ein paar Dinge einfach nur aus Nettigkeit tun. Damit wir hier ein bisschen besser ankommen. Und der Homer scheint ja eigentlich ganz okay zu sein. Im Gegensatz zum Reislord zum Beispiel. So, hier sind die ganzen Reisarbeiter wahrscheinlich. Die haben es echt übel hier. Aber darum können wir uns erst später kümmern. So, du schaust weiter deinen Damm runter. Hallo. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Hab du das. Wir werden nicht schlafen. Wir laufen zurück ins alte Lager und können da in unsere Hütte pennen. Ach ja. Haben wir da noch irgendwas zu erledigen im alten Lager? Was sagt unser Tagebuch? Nee. Steht nichts Wirkliches drin. Was fällt uns noch so ein? Also ja, die Händler wollen wir abklappern, damit wir genug Erz zusammenbekommen für die schwere Banditenrüstung. Dann wollen wir die beiden Notizen abgeben bei dem obersten Feuermagier. Da kriegen wir hoffentlich auch eine schöne Belohnung. Und wenn wir schon zu den Feuermagiern vorgelassen werden, dann kann es auch gut sein, dass wir gleich uns in der Burg ein bisschen umschauen können. Ah. Und vielleicht bietet sich da auch irgend so ein ähnlicher Diebstahl an wie im Sumpflager. Weil in der Burg werden die richtigen Reichtümer sein, von Gomez und seinen anderen Erzbaronen. Aber das wird tierisch gefährlich. Hatten wir die Hütte eigentlich schon mal angeguckt? Nee, ne? Oh, dann machen wir das doch mal jetzt. Noch ein paar Scavenger und die Echsen. Aber das ist ja kein Problem. Erstmal euch vier. Und da hinten leuchtet was. Also ein Lagerfeuer. Na gut, da schauen wir doch auch gleich mal hin. Aber erstmal hier die Hütte. Obwohl das echt nur irgendeine abgewrackte alte Fischerhütte sein wird. Ah, ein Krug. Eine Fackel ist doch schon mal eine gute Idee. Da. Ja, wachsen noch ein paar Pilze. Aber wirklich in Gebrauch zu sein, scheint sie nicht. Nö, auch kein Schlafsack oder irgendwas in der Richtung. Na gut, raus hier. Und hier waren noch irgendwo Echsen. Und die Höhle. Aber alles Schritt für Schritt. So, da sind zwei. Kriegen wir euch auseinandergezogen? Ja, doch. Komm her. Und zwar nur du. Dein Freund kann schön da. Ah. Ja, komm schon.
wollen wir hier nicht haben. So, und jetzt stören wir dich an. Hier ist doch nirgendwo ein dritter. Das ist echt schwer zu erkennen. Nee, da sind noch Schweineratten. Ah, die Axt hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Schlagkraft als das Schwert vorher. Und auch dadurch, dass wir jetzt unsere Fähigkeiten im Einhandkampf erhöht haben, werden wir extra Schaden machen. Und dazu halt noch die Chance, kritische Treffer zu landen. So, und wir haben eine Höhle und wir haben einen Trank. Na gut. Die Theorie ist doch gar nicht so verkehrt, dass in fast allen Höhlen Heiltränke sind. Dann schauen wir doch mal, was in der Höhle da hinten noch drin ist. Wenn da ein Lagerfeuer brennt, müssten da irgendwelche Banditen oder so hier Unterschlupf haben. Ganz vorsichtig. Ah, sind Banditen. Die am Rauchen sind. Was zum Teufel machst du hier? Okay, die dürfen hier wohl nicht sein. Nein, 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 nein. Komm her. Aha, shit. Hey Mann! Lass uns den kleinen Streit vergessen, okay? Okay. Das war komisch. Also er hat uns kein Erz abgenommen. Er wollte wohl einfach nur sicherstellen, dass wir auf keinen Fall wieder in die Höhle reingehen. Ja, vorerst hat er damit auch recht. Da holen wir uns erstmal eine neue Rüstung, wo wir da wieder schnüffeln gehen. Aber ganz schön ruppiger Zeitgenosse. Deswegen ja, die werden da irgendwas machen, was sie nicht dürfen. Und da die alle am Rauchen waren und so eine komische Pfeife da hatten. Oh, das ist Alchemiebedarf. Vielleicht bauen die ja irgendwas, was sie nicht dürfen. Oder wo ein anderer Händler Anrecht drauf hat. Na gut, das merken wir uns auf jeden Fall für später. Aber erstmal wollen wir uns nicht mit denen anlegen. Denn wenn einer von denen uns schon verprügeln kann, dann werden alle drei ziemlich tödlich für uns sein. So, also jetzt zurück ins alte Lager. Da müssen wir... da sind die Wachen. Da lang gehen, über die Brücke, bei den beiden Jägern vorbei. Oh, da ist eine Blutfliege. Die nehmen wir auch noch mit. Wir sollten noch vorher unsere Axt wieder anlegen. So. Vorher waren hier ja drei oder vier. Haben die das sehen? Nö, ne? Muss ich wohl hier breit gemacht haben, nachdem ihre Artgenossen ausgerottet wurden. So, also über die Brücke rüber, bei den Jägern vorbei. Dann können wir gleich bei den Jägern mal gucken, ob die vielleicht noch ein bisschen Erz haben. Denn wir brauchen ja noch eine ganze Menge, ja. Sonst könnten wir auch noch in der Mine vorbeischauen. Da müsste eigentlich jede Menge Erz sein. Und wir hatten zwei Händler, aber denen haben wir, glaube ich, schon alles Erz abgenommen. Und weiter unten bei der Erzschmiede direkt, oder Erzschmelze, da waren die Crawler im Weg. Besser, wir haben keinen direkten Weg gefunden. Ah, schon ärgerlich. Wenn wir erstmal die Rüstung haben, ist alles wesentlich einfacher. Dann können wir uns auch ein bisschen mehr zutrauen, aber so... Alles klar bei dir? Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Aber handeln willst du nicht? Ja. Dann halt weiter zu dem anderen Jäger. Der war ja auch gleich hier vorne. Oh, was ist da oben? Können wir da hochspringen? Ja. Na gut. Aber erstmal zum Jäger. Kommen wir hier hoch? Nee. Erstmal zum Jäger. Wichtige Sachen zuerst und so. Und Erz bekommen ist momentan unsere erste Priorität. Na? Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger.
Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Zeig mir deine Ware. Ah, schön, schön. 200 Erz, die nehmen wir doch schon mal. Dafür geben wir dir eine Klinge, Flügel, ganzen Tiergedöns. Die Krallen, da dürfen wir ja schon fast bei... Ja, 201. Dafür nehmen wir all dein Erz. Dann wären wir schon bei 913. Und die Rüstung hat gekostet 1200? Irgendwie so um den Dreh, ne? Also noch 300 Erz. Naja, müssen wir im alten Lager halt gucken. Dexter und Fisk einmal ablaufen. Und dann, wenn wir in die Burg reinkommen, um die Briefe zu überbringen, dann noch gucken, ob da irgendwo ein Händler ist.